Meine sehr verehrten Dampfer und Dampferinnen, bla. Ich heiße euch ganz schmerzlich willkommen hier zurück auf fälschlicherweise nach Weblatt, mein Kanal schon wieder, Pederassen. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum zum Jobanerot, bla, lande ich schon wieder auf dem sein Kanal, wenn ich drücke auf dem sein Video. Das ist doch normalerweise nicht so. Also normal, wenn ich auf ein Video drücke, dann lande ich woanders. Verstehst du, was ich versuche dir zu verdeutlichen? Bla. So, meine sehr verehrten Dampfer und Dampferinnen, es geht mal wieder heute um. Dampfen. Dem E-Zigarette, weißt du? Laut mehrerer fachkundlicher Aussagen müsste mein Video jetzt gesperrt werden, weil ich gedampft habe. Es ist ja sowieso verboten, seit dem 01.01.2021 zu dampfen im Video. Richtig? Falsch nach Huiblett. Übrigens, ich habe die letzte Zeit ein bisschen viel Musik gemacht, weißt? Falls du das letzte Musikvideo von mir verpasst hast, ich pack dir den Link in die Videobeschreibung, kannst drauf gehen und dir den geben, bla, der ist so geil, weißt? Vor 2 Jahren hieß es, Tabakkonzerne verlieren Kunden. 2 Jahre später wird das Thema Dampfen unterbunden. Zufall oder nicht? Ja, natürlich, was denn sonst? Und du glaubst wahrscheinlich auch, dass der Weihnachtsmann zu dir kommt. Meine Videos unterdrückt, weil ich ihnen die Wahrheit sag. YouTube ist ne Bitch, ich die Nachholzuckerblätter. Da geht es unter anderem auch um dieses Thema. Aber da kommen wir jetzt mal drauf zu sprechen. Und zwar diese ganze Panik, die schon Ausmaße annimmt, die ja nicht mehr gesund sind. Und irgendwie erinnert mich das hier in der Dampferblase gerade zu diesem Thema mit den Steuern an die Szene mit. Oh my God! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Um ein langes Thema kurz zu fassen, statt mich jetzt hier hinzusetzen und die ganze Zeit irgendwelchen Dünnschiss zu labern, Hans-Günther, ich habe Dünnschiss gesagt, gell? Das heißt Dünnschiss. Schreib mir bitte ein vernünftiges Skript, blöd. Bis jetzt nach. Bleibe ich ganz simpel bei den Fakten. Und zwar, dieses ganze Scheißgelaber geht mir gerade tierisch auf den Piss. Und ich habe es euch schon mal gesagt. Und das ist noch gar nicht lange her, blöd. Wir haben gerade andere Probleme. Also hört auf, euch gegenseitig ans Bein zu kacken. Sonst kack ich mal so richtig. Und dann ist alles vorbei. Letzte Warnung, Job, Doyomat. Biderasen nachhui. Danach ist Gewitter nachhui, blöd. So Gewitter, dass ich vorbei alles. Joba, ne Rot. Ja, die Steuer kann eventuell kommen. Wir sollten aber eins nicht außer Acht lassen. Es ist nur ein Gesetzesentwurf und noch steht gar nichts fest. Von offizieller Seite. Und selbst wenn dieses Gesetz kommen sollte, ja mein Gott, dann kommt es halt eben. Dann können wir es jetzt auch nicht mehr ändern. Dann wird die E-Zigarette halt im Konsum ein bisschen teurer. Aber ich meine, dieses Argument lasse ich nicht gelten, dass Leute sagen, jo, wenn da jetzt ein Ansteiger kommt und das wird ihm viel zu teuer, bleibt er bei der Zigarette. Wenn ein Konsument von einer Zigarette bläht, dazu einverstanden ist, bläh. Ich weiß gar nicht, was kosten Zigaretten heutzutage? Ich glaube, ich habe letztens mitbekommen, Big Box 20 Euro oder sowas, so eine richtig fette Big Box 20 Euro. Wenn jemand bereit ist, bläht, 20 Euro, Jobanerot, für so eine Chuinia auszugeben, für geschredderte Schrott, den du dir in die Lungen reinziehst, dann wird auch jemand bereit sein, den Preis für E-Zigaretten-Liquid zu bezahlen, der dann halt in dem Moment ansteht. Mal abgesehen davon gibt es nicht nur E-Zigaretten-Liquids, es gibt auch noch Akkuträger, es gibt Verdampferköpfe, es gibt bis jetzt, was es alles gibt. Also bleibt mal schön gechillt. Und selbst wenn dem so ist, dann ist das halt eben so. Ich bin trotzdem bereit, für die E-Zigaretten-Produkte so viel auszugeben. Und ja, ich weiß, jetzt kommt dieses Argument, blä. Ja, aber dann kaufen sich die Leute das im Ausland, weil da keine Steuern drauf sind und die ganzen E-Zigaretten-Shops gehen pleite. Das glaube ich eher nicht. Also natürlich kann man sich das im Ausland kaufen, abgesehen davon, dass es illegal ist, also lasst es bitte sein. Ist das nächste folgende Problem, ne? E-Zigaretten-Shops verkaufen nicht nur E-Zigaretten-Liquids, sondern die verkaufen auch andere Sachen. Also ich würde jetzt nicht so die schwarz, wie sagt man, den Teufel an den Wand malen, weißt? Und nichtsdestotrotz bleibt es dabei. Die E-Zigarette ist die deutlich bessere Alternative zu der Zigarette und da braucht mir kein Jeblan irgendein Chuinia erzählen, weil ich weiß denn besser. Und du kannst mir vertrauen, wenn ich dir sage, E-Zigarette ist tausendmal, nicht mal, Milliardenmal besser als die verdammte Zigarette. Die normale Zigarette. Steigst du? Abgesehen davon siehst du damit einfach viel cooler aus, juckt, weil du meinst. Sehe ich nicht cool aus? Ich möchte euch mal eine
andere Perspektive aufzeigen. Ja? Und ich weiß, es werden wieder viele dagegen sprechen. Und ich weiß, sogenannte Möchtegern-Journalisten werden jetzt wieder Pidarassen ihre ganze Huinja ausgraben, Google, Wikipedia und alles bemühen. Pass auf, lasst mich ausreden. Guckt das Video zum Ende, jobbane Rotblech. Gehen wir mal davon aus, das kommt alles so, wie es gerade kommuniziert wird. Die E-Zigarettensteuer kommt. Wie jetzt hohe Steuer. E-Zigaretten-Liquids werden viel teurer. Das interessiert einen Einsteiger erstmal überhaupt nicht, weil der sowieso nicht in der Thematik drin ist. Also der ist es ja gar nicht gewohnt. Also man kann den Einsteiger schon gar nicht damit reinrechnen. Der Einsteiger sagt sich, ich möchte umsteigen. Und ja, natürlich ist die günstigere Variante, die E-Zigarette, auch ein Argument. Ne? Das günstigere. Aber das ist nicht das einzige Argument. Bei mir zum Beispiel war es die reine Neugier. Und mir war es in dem Moment scheißegal, ob das günstiger ist oder nicht. Das spricht natürlich nicht für alle. Aber wenn jemand noch nicht in der Materie drin ist, in der Blase, sich noch nicht eingedeckt hat sozusagen, die Preise noch nicht kennt und dann mit den Preisen anfängt, wie sie dann sein werden, dann ist er es gewohnt. Punkt 1. Punkt 2. Was passiert denn infolgedessen, wenn jetzt zum Beispiel alle E-Zigaretten-Shops dicht machen müssen, beziehungsweise die Einnahmen nicht mehr stimmen? Richtig, da kommt British American Tobacco nach Hui oder diese andere Philip Morris Blair und kauft den ganzen Huinja auf. So, und ein Tabakkonzern wird einen Scheißdreck tun und das Ganze vor die Wand fahren, sondern die werden das Ganze dann so aufbauen, als wäre das alles ihr Ding gewesen, als hätten sie die E-Zigarette erfunden. Und dann werden sie, also nochmal, das ist meine Sicht der Dinge, ne? Und das kann durchaus auch so kommen. Und wenn die Tabakkonzerne sämtliche E-Zigaretten-Shops aufgekauft haben, glaubt ihr doch nicht allen Ernstes, dass sie dieses ganze Geld in die Hand genommen haben, um sie dann an die Wand zu fahren. Nein, die werden das Ganze hochziehen, als wenn das ihr Baby gewesen wäre. Das ist dann quasi die Weiterentwicklung der Zigarette. Denen passt nur nicht, dass das nicht ihrs ist. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das ist meine Sicht der Dinge. So könnte es genauso gut laufen. Bleibt mal gechillt. Ich sehe das Ganze, man muss auch mal ein bisschen Positives sehen. Dass die Steuer kommt, ist gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht lassen sie uns jetzt endlich mal in Ruhe. Ja, die Höhe der Steuer, da liegt das Problem. Natürlich ist die übermäßig heftig gewählt. Und ich weiß ganz genau, wer da seine Finger im Spiel hatte. Aber nochmal, das machen die nicht ohne Grund. Denn wenn alle Läden pleite gehen, dann kann man die günstig aufkaufen. Bleibt mal geschmeidig, bleibt auf dem Teppich, chillt eure Cojones. Ich weiß, es wird viele geben, die mir jetzt widersprechen und ich weiß, es wird auch viele geben, die sagen, was für ein Dummschwätzer. Ich mag den Geräusch, den du machst, wenn du deinen Schnauz hältst. Wie gesagt, bleib ein bisschen geschmeidig. Ich dampf auch weiter und ich mache auch weiter Videos. Und ich gehe auch weiter anderen auf den Sack, weißt du? Haut rein, treib es nicht so bunt, nicht, dass mir Beschwerden kommen und immer schön würzig bleiben. Korrupte Scheißpolitiker lassen sich gerne mal kaufen, das ist so offensichtlich, öffnet einfach eure Augen. Die geben sich ja nicht mal Mühe, das Ganze zu verschleiern, zeigt mir irgendeinen von denen, ich vertraue von denen keinem. Und ich pass mit meinem Rap kein bisschen ins Konzept, an jeder Ecke angeeckt, interessiert mich ein Dreck. Weil ich sage, was ich sage, weil ich bin, wer ich bin, lande ich niemals in den Trends, aber ist auch gar nicht schlimm.